Jo, wahrscheinlich ist er einfach mal Gusua und er bringt Clash Royale. Okay. Ja, dann bringt er das mal. Wir klicken hier mal so eine Kiste an, nennt sich Silbertruhe. Und wir öffnen hier natürlich so eine fette Gratistruhe, die ja total langweilig ist, aber Feuergeister drin hat. Immerhin. Den habe ich nämlich vor kurzem auf, ich glaube, das war Level 7 geabt. Ofen, der rockt auch ganz gut, finde ich. Und wir haben hier natürlich noch so eine Magietruhe, die wir auch noch öffnen werden. So, jetzt schauen wir jetzt mal kurz rein. Level 8 sogar schon. Ich hatte ihn auf Level 7 und jetzt auf Level 8. Jetzt wäre so als nächstes entweder Luckys oder Magier. Ich bin so ein bisschen am Hin und Her zweifeln und ja, gucken. Weil eigentlich würde mich der Magier so ein bisschen mehr ansplashen. Mal gucken, was wir hier. Können wir was spenden? Nee, denn ach kommt, Leute, dann gebt mir bitte mal den Magier 7-mal. Nee, gerne 28 Mal, den könnte ich nämlich upgraden. So, genug gelabert hier. Komm, hier. Kiste öffnen. Bam. Skelettpfeile. Bomber. Juhu. Alter. Yeah, läuft, läuft. Magier, ja. Ja, juhu. Super. Wut. Okay, Dankeschön dafür. Da ist mir doch gerade wieder das Gleiche passiert und ich habe wieder auf Schließen gedrückt. Naja, so ist das nun mal. Jetzt haben wir ja gesehen, dass die ja, Magietruhe so semi viel gebracht hat. Aber egal, jetzt wollen wir natürlich gucken, ob wir hier noch ein bisschen was rasieren können. Und schauen wir mal. Ich würde fast sagen, ich nehme den Riese und setze den dahin. Und dann würde ich den gerne noch mit meinem Magier unterstützen. Den ich jetzt setzen werde, weil der ist natürlich ein bisschen schneller. Und dann eventuell die Luckys. Ach komm, ich probiere. Vielleicht hat er eventuell gar keine Pfeile. Ja, er scheint zumindest jetzt keine am Start gehabt zu haben. Hexe sollte locker down gehen, gar kein Ding. Immerhin hier den Ofen gesetzt ist natürlich immer so eine gute Sache, wenn man den Ofen hat. Und dann zum Beispiel, ich stand ja sonst mal da, ein Schwein greift mich an. Oh, Mist, 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 Mist. Jetzt warten wir mal. Und bäm, Junge, alle weg. Das ist natürlich ziemlichst geil. Magier setzen wir hier mal, dass der hier so ein bisschen was regelt. Passt. Noch ist relativ ausgeglichen. Klar, der geht dann down. Den Turm hat er da ein bisschen fail gedroppt, würde ich sagen. Ich hau jetzt einfach trotzdem nochmal das Koboldfass raus. Eventuell hat er immer noch keine Pfeile. Ziemlich geil. Also er hat keine Pfeile in seinem Deck. Sonst hätte er die definitiv schon gezückt. Ich glaube, Riese ist jetzt eher nicht so gut. Und ich würde mal gleich wieder den Ofen rausknallen. Knallhart. Knallt da den Ofen raus. Ja, passt. Das ist in Ordnung. Ja, das ist noch in Ordnung. Das passt. Da bin ich ja fast ein bisschen zufrieden mit, ey. Komm, Hexe, down. Down the Hexe. Genau, passt. Ist okay. Jetzt wieder ein bisschen warten. Naja, schön warten. Am Arsch. Ich hau mal wieder raus. Hier. Oh, gut. Dann ist mein Ofen halt weg. Das ist jetzt nicht so wild. Jetzt würde ich mal einen kleinen Push hier probieren und die Feuergeister hier so nebenbei mit reinnehmen und jetzt aber auch wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen kommen. Zack, kurz die Pfeile geused und dann sollte das hier noch ganz nett ausgehen. Musketieren an den Start bringen und Feuergeister. Oh, jetzt kommt er mit so einem. Und kommt. Ah, zu spät. Ein paar Sekündchen zu spät. Das ist natürlich ein bisschen unschön. Was baut er denn jetzt? Ein Bomber? Egal, ein Bombentower hätte er jetzt nicht unbedingt gebraucht. So. Pfeile nutze ich. Wird er jetzt sich eher sagen: Ah, schade. Nicht so schön. Magier droppen wir mal und Musketieren. Jetzt kommt er hier mit seinem Hock, der aber nicht mal an den Tower rankommt. Ofen zum Verteidigen
Und jetzt ihm bitte noch einen kurz reindremmeln hier. Sollte das gar nicht so verkehrt laufen. Ja, schade, er kontert hier mit den Luckys. Magier. Ja, sieht ganz gut aus. Also ich habe schon schlechtere Kämpfe gehabt. Sagen wir es doch einfach mal so. Jetzt will er von dort machen. Das ist natürlich eine ziemlich coole Sache. Ah, schade, die Zeit geht weg. Oh nein, ja, komm, komm, komm. Oh, schade. Aber ist halt so, hätte Fahrradkette. Hätte ich mich wohl ein bisschen mehr beeilen müssen. Aber das lief doch mal ganz sweet hier. Ja, komm, hier spenden wir. Komm. Ich hoffe, ihr vergibt mir, wenn ich jetzt nochmal angreife. Noch ein Live-Fight. Gegen ein Level 7er. Wie gesagt, zuvor dachte ich mal, oh, cool, cool, cool. Mittlerweile sage ich mir, der ist ja nicht umsonst mit Level 7 so weit oben. Also, so, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So, na, die, ich glaube, der wird noch irgendwie einen Frost dabei haben. Wenn nicht, dann hat er ein Problem. Jetzt kann er nämlich nur entweder da aktiv werden oder da. Okay, da hat er jetzt gerade seinen Knall, war das, oder? War das ein Knall? Jetzt werdet ihr sagen, was ist das für ein Horst? Aber der Horst hat Spaß am Spiel und deswegen darf Horst beim Spielen auch zugeguckt werden. So sieht's aus. So, jetzt hier nochmal ein Push probieren. Und ich glaube, ja genau, ganz genau. Ich dachte mir nämlich auch, der wird doch garantiert jetzt mit irgendeinem Scheiß ankommen. Ja, sehr geil. Ah, die Combo ist natürlich ziemlich nice. Boah, was. Cooles Ei, Alter, cooles Ei. Ja, klar, da haben leider die Feuergeister keine Chance. Aber was sagst du dazu, Mäuschen, wenn ich hier noch eine Musketierin rausziehe? Nee, das machst du mal bitte nicht, du Luke Filewalker. Ich will dafür gar keine 4 Elix ausgeben. Genau, da hätte ich nämlich die Arschkarte gehabt. Und hätte die nämlich jetzt... Ja klar, Lucky sind natürlich down, aber... Läuft. So, ich würde fast sagen... Magier, dann noch den Riese davor und dann wirklich einfach nur... probieren, die Sache auszusitzen. So von wegen, ich hoffe, ich habe gewonnen. Jetzt kommt gleich die Verlängerung. Ja, das war easy peasy. Geil, Bombe hat wieder nicht getroffen. Richtig nice. Das ist natürlich echt schon ziemlich cool, wenn man dann da sitzt und dann, juhu, Bombe hat nichts gebracht bei ihm. Oder bei mir in dem Fall. Da setzt er natürlich seine ganze Kraft rein und dann sagt man sich, ablenken. Ja, endlich hat's mal gekleppelt, Alter. Gekleppelt hat's. So, bam, Junge, bam. Richtig kaputt, Alter. Ich mach dich fertig. Oh. Schnell, schnell, schnell. Weil das kann hier sonst nämlich mal richtig böse gehen. Ende gehen, du, wie immer. Jetzt kann er ja nur von der einen Seite kommen. Ich drop hier nochmal einen kleinen Ofen. Ja, okay, ich denke mal, das Ding sollte gegessen sein. Ich meine, wie gesagt, es war nur ein Level 7 Gegner. Aber ich würde mal sagen, souverän hat das gepasst. Einwandfrei, ich freue mich. Ja, komm hier, Pekka kann auch noch raus hier. Dann ist das schon in Ordnung. Ja, wie gesagt, also ich zeige euch nochmal ganz kurz, wie ich hier so aufgestellt bin. Und finde das ganz gut. Also Elixierkosten 3,8 ist, denke ich, vollkommen im Rahmen. Und immer so ein bisschen am Spielen. Und ja, jetzt hatte ich, glaube ich, so mittlerweile mein Maximales hatte ich 1700. Ah, schon fast 1800. Also das läuft. Da bin ich echt zufrieden mit. Das passt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Und ich habe eine Magietruhe geöffnet. Das war's von mir. Ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao, ciao.